Wir müssen die Vereinten Nationen informieren, sagte Tabby. Ich weiß, dass sie das nicht wollen, aber sie wissen, dass es die richtige Entscheidung ist. Das wäre gestern die richtige Entscheidung gewesen, murmelte Rutledge. Sobald sie das täten, hätten die Medien die ganze Geschichte. Doch das war ein armseliges und selbstsüchtiges Problem, wenn man verlorene Menschenleben und zerstörte Städte in Betracht zog. Wenn diese Waffe 3 Kriegsschiffe problemlos zerstören konnte, dann könnte sie ein statisches Ziel weniger als 300 Kilometer von der Küste aus verwüsten. Und das war, wo 90% der meisten Bevölkerung lebte. Machen Sie es, er nickte Tabby zu. Lassen Sie eine Erklärung aufsetzen. Ja, Mr. President. Sie stand auf und eilte aus dem Saal. Rutledge lehnte sich auf seinem Stuhl zurück und rieb sich sein Gesicht. Durch seine Finger fiel sein Blick auf den einzigen Mann im Raum, der noch nicht gesprochen hatte. Und in diesem Moment schien es, als hätte er nur wenig Lust zu sprechen. Lassen Sie Direktor Shaw und mich bitte allein. Die anderen standen auf und verließen den Raum. Sie schlossen die Doppeltür des Krisensaals hinter sich. Wo sind Null und sein Team? Fragte Rutledge und kam direkt zur Sache. Was tun Sie dagegen? Leider kann ich Ihnen das nicht sagen, Sir. Shaw kreuzte seine Hände auf dem Tisch. Sie verstehen schon, dass ich der Präsident bin. Ich weiß es nicht, Sir, gab Shaw zu. Null und sein Team wurden laut ihres Befehls entsendet. Sie erhielten ausdrückliche Anweisungen von stellvertretendem Direktor Walsh, die auf einem aufmerksam zusammengestellten Bericht der Situation basierten. Doch sie entschieden sich, diese Anweisungen zu ignorieren. Die sind also untergetaucht, fragte Rutledge. Doch er hatte bisher nur aus Filmen und im Fernsehen von solchen Dingen gehört. Wir wissen, dass der Jet, den sie stahlen, in Addis Abeba in Äthiopien landete. Sie haben den Piloten am internationalen Flughafen Bole hinterlassen und er flüchtete in die Botschaft dort.